So, hallo, wir sind nun also hier bei der Herstellung der Minisphärenharmonieanlagen. Ich will euch heute mal ein wenig mitnehmen. Gehen wir also mal in unsere Schmiede, den traditionsreichen Familienbetrieb rein. So, hier sehen wir also schon die ganzen Schalen, Glasperlen bestrahlt zur Veredelung der Oberfläche. Hier sind die Einzelteile, Anlage unten am Boden, die Zu- und Abläufe. Hier mal die ganzen Schalen gestapelt. Und hier sehen wir die Sekundärspule. Hier auch einmal aufgestellt. Schön verzinkt und gleichzeitig auch noch Pulver beschichtet zur Korrosionsbeständigkeit. Die Sekundärspule ist nun ein Brett aus 3 Bestandteilen befestigt und mit durchgehenden Schrauben hier, sodass es da auch kein Auseinanderbrechen mehr gibt. Zur Erhöhung der Stabilität. Wir haben hier dann noch das Holzfass, das als Ausgleichbecken genommen wird. Hier eine aufgestellte Anlage mit runden Füßen, die zum An- und Abschrauben sind. Und hier das Holzfass, was dann unter die Anlage geschoben wird. So, hier werden die Anlagen versendet. Und hier sind zum Beispiel die Drallrohre, die dann angebracht werden, um dann gleichzeitig auch noch das Wasser zu vitalisieren beim Einfluss. Das sieht man also hier. Hier ist das Drallrohr. Das wird dann so daran gesteckt. Hier ist die Blume des Lebens und die kann einfach modular eingesetzt werden. Und zwar hier oben rauf. Hier ist der Wasserabfluss, der Wassereinlauf, da kommt dann das Drallrohr rauf, kann in der Höhe verstellt werden. So, und hier werden dann jetzt gerade die Resonatoren befestigt, verbunden mit der Kupferspirale.